Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, das Ganze mit mir, dem Shark, und wir machen hier weiter, wo wir gestern noch Gorboba hingerichtet haben, nachdem er uns so vorlaut herausgefordert hat. Ja, und wir einmal neu geladen haben, das Ganze. Tja, machst du nix. Was ist denn das da hinten? Da ist so wieder so ein Tempelwächter oder so ein Quatsch. Oder? Hm. Da ist ein Tempelwächter. Den kriege ich. Hm. Irgendwie? So? Schauen wir mal. So schon mal nicht. Ja, aber so kriegen wir den jetzt. Können wir jetzt erstmal ganz in Ruhe Mana tanken. Ja, also vor dem nächsten heftigeren Gefecht oder sobald wir hier raus sind, muss ich mich auf jeden Fall mal wieder eindecken. Mit Mana trinken. Tja, das war's. Nichts dabei? Okay. Gut, dann sind wir zumindest hier erstmal fertig. Was ist hier noch? Moment, das speichere ich jetzt nochmal ganz kurz. Das sieht mir aus, als wenn hier Stacheln aus dem Boden kommen können. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich nicht hin sollte oder so eine Scheiße. Ist irgendwo ein Schalter? Hm. Da ist ein Schalter. Ich bin nicht sicher, ob du der Richtige bist. Schon wieder dieses komische Zeichen. Trank. Oh, Trank ist gut. Eine Spruchrolle ist auch gut. Noch ein Trank ist noch besser. Rachestahl. Ist wahrscheinlich wieder eine Waffe, die wir nicht führen können. Weil wir einfach zu kacke sind. Wir kriegen echt nur noch Zweihandwaffen. Das ist doch scheiße. Alter Vater. Wo ist denn jetzt unsere? Da, Einhandwaffe. Hm. Tja. Ah, das bringt uns doch gar nichts, dass das Ding jetzt hier aufgegangen ist, oder? Finde ich jetzt zumindest so aktuell. Hat erstmal nicht viel gebracht. Hm. Ich wüsste echt gerne, was das für ein verkacktes Zeichen ist, ey. Mann. Keine Ahnung. Was ist das hier? Das ist wieder so ein Stein. Hm. Und alles ist versperrt, so wie mir das aussieht. Ich check's gerade nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier unten lang und gucken, was da los war. Oder los ist. Pff, ist mir zu doof. Haben wir eigentlich genug davon? Ja, dafür. Den reicht's noch. Stell dich mitten in den Gang und gibst du eine tolle Zielscheibe ab. Okay, die halten scheinbar doch nur zwei Stück aus. Hm. Ja, egal. Das passt schon. Zumindest mir passt das ganz gut. Hui! Es werde Licht. So. Also hier hatten wir definitiv nichts mehr, was uns Mana bringt, oder? Nee. Alter Vater. Ja, doch. War das nicht hier? Ne, Moment. Da. Nicht, dass ich da jetzt gerade mit dem Schalter was anders hätte machen müssen. Solche Schalterrätsel, das ist im Gothic echt fatal. Muss ich mal sagen. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Das ist ja herzallerliebst. Aha. Toll. Dann schauen wir doch jetzt einfach, wenn wir gerade hier sind, nochmal hier rüber. Wo hier diese komische Tempelwache ist. Ob wir ihr nicht nochmal richtig auf den Sack geben können.
mein Freund. Oh, was tust du denn hier? Alter. Lass es. Und, schaffen wir es? Ja, wir schaffen es. Alter Vater, der macht aber echt böse... Und, schaffen wir nochmal an. Alter Vater. Der kann ganz schön zulangen, der Junge. Na egal. So, Lebensenergie wieder voll. Mana fast voll. So lobe ich mir das. Aber irgendwas muss da ja auch noch sein. Vielleicht geht es jetzt ja erstmal da wieder für uns weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und das Gefühl, dass ich mir hoffnungslos verlaufen werde irgendwann in diesem Scheißtempel. Tja, gucken wir doch einfach mal, wo wir rauskommen. Jetzt hier mal hochgehen. So eine Grabkammer aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Dann kommt da wieder so ein Schaman und dann mache ich wieder alles mit kaputt, weil ich da irgendwie so einen Bug finde. Ja, da ist ein Schamane. Okay, ist ja gar nicht mal so scheiße, dass wir den dann jetzt gefunden haben. Speichern wir hier nochmal. Ja, also eigentlich den kommen wir nur mit dem Feuersturmzauber bei. Naja, gib ihm. Machen wir jetzt voll. Oh. Ficken. Ficken. Oh, wo kommen die denn alle her? Shit. Alter, lasst mich in Frieden. Er so auf die Nüsse. Also, dass die ganzen Magier-Sachen immer so eine Aufladung brauchen, finde ich kacke. Also, ja, so ein Instant-Zauber finde ich mal geil. So einfach so instant so einen Feuerball beschwören oder so. Weil da hast kaum eine Chance, wenn die auf einmal so auftauchen. Ja gut, kaum eine Chance. Seit, naja, nicht gerade danach aus, aber mein Gott. Okay. Trank. Hast du sonst noch was? Nee. Ja, jetzt erstmal hier alles untersuchen. Ich weiß hier nicht, welchen Schalter ich als erstes bedienen muss. Darf. Wie auch immer. Ich sehe jetzt hier auch gerade keinen Hinweis darauf. Oder müssen wir einfach nur alle Schalter drücken? Okay, aber hier können wir dem Ork-Schaman definitiv nicht groß... Ich habe ja gerade was gehört. Nicht großartig aus dem Weg gehen, von daher... Nee, machen wir von links nach rechts einfach mal, oder? Na, von links nach rechts, ja. So. Klick. Wow, oh, fuck! Ja, sicher. Okay. Zeit, mal das da anzulegen. Oder ist das die große? Ja. Ist klar. Ist das jetzt schon Dämonenlord oder was bist du? Ne, niederer Dämon. Schauen wir mal, ob wir dich damit grillen können. Looten, schade. Ich glaube, die Robe lassen wir jetzt erstmal hier an. Weil die schießen ja... Aha. Achso, Licht ist ausgegangen, okay. Die schießen ja scheinbar die ganze Zeit mit irgendwelchen Zaubern auf uns. Gehen nicht in Nahkampf. So, haben wir jetzt wieder einen Dämonenlord. Alter, was ist denn hier los? Ach, Dämonenlord, sag ich immer. Niederen Dämon. Mann. Ja gut, die können jetzt noch nicht so viel.
Jetzt werde ich aber mal was tun. Ich werde jetzt was tun. Wo habe ich denn? Da. Da habe ich das schon mal. Und... Den Scheiß brauchen wir nicht mehr. Wo haben wir denn unsere schönen... Nein. 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 Skelette beschwören. Können wir noch was anderes beschwören? Nee. Nö. Aber wir setzen jetzt hier einfach mal ein paar Skelette hin. So. Die sind uns zum Glück freundlich gesonnen. Dappern uns dann auch schön brav hinterher. Dann werde ich jetzt nochmal den da benutzen. Jetzt kommt bestimmt nochmal so ein Viech. Oder jetzt kommt der... Genau, der da. Der kann sich jetzt erstmal schön mit den Skeletten beschäftigen. Feuersturm. Oder ne, die Eiswelle, glaube ich, eher. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. War's schon? Ah, die sind aber brav. Dem macht das gar nichts, wenn ich die anflame. Na gut. Oh, shit. Der hat irgendeine Rune dabei gehabt. Naja. Das sah mir jetzt irgendwie nach diesem Kugelblitz-Dingsbums aus. Den haben wir ja schon. Zumindest nichts großartig Geiles. So, dann hauen wir mal das Ding hier wieder rein. Zack, bumm. Gut. Stage clear. Genau, ihr Skelette. Ihr kommt mal schön mit. So, 1, 2, 3 haben wir, glaube ich. 3 haben wir jetzt. Geht ja vorzüglich hier, muss ich sagen. Auch noch genug Mana. Ja, mit den Skeletten müssen wir uns merken. Sobald wir wieder irgendwie so was Verdächtiges sehen, wie gerade das, können wir da wieder ein paar hinsetzen. Die können... Zumindest können sie ihn ablenken erstmal. Wenn wir dann einfrieren, dann ist alles schön und gut. Aber ich frage mich echt, wie ich den jetzt so schnell kaputt gekriegt habe. Beim anderen haben wir ja schon ein paar mehr Feuerstürme draufgeschossen. Und das echt nicht zu knapp. So. Ja, was müssen wir jetzt hier tun? Was ist das denn da gewesen? Okay, ich check's nicht so ganz. Ja. Speichern wir doch einfach nochmal da. Ja. Das machen wir. So. So, und irgendwas muss doch in diesem Kackraum hier noch drin sein. Kann doch nicht sein, dass der uns hier das Ding aufmacht und dann ist hier nichts. Das glaube ich nicht. Ja, wie gesagt, hier war der hier. Schalter. Was ist jetzt denn dafür da hinten auf? Nee. Wie kriegen wir dich denn hier auf? Das fände ich gerade viel angenehmer. Weil das sieht mir nämlich wieder so aus, als wenn da... Das könnte doch sein, dass da nochmal so ein Schamane ist, oder? Können wir hier oben drauf? Ist da noch was? Nee. Da ist so ziemlich viel wie gar nichts. Irgendein Schalter hier an der Wand, den ich übersehen habe. Passiert ja mal gerne in dem Spiel. Nicht wirklich. Hier ist echt nicht wirklich irgendwas. Kann doch jetzt gar nicht sein, oder? Also so dumm kann ich mich doch eigentlich nicht anstellen. Hier hinter noch ein Schalter. Nee. Hier ist nada. Hier ist niente. Null. Kann ich irgendwas mit Telekinese vielleicht? Da sehe ich aber auch nichts.
Also da ist ein Schalter. Und da ist ein Schalter. Dann wird da wahrscheinlich auch noch ein Schalter sein. Tja. Gibt's was, wenn wir hier drauf gehen? Nein. Hoch. Danke. Auch nicht wirklich. Vorsichtig darunter, bitte. Danke. Können wir hier noch weiter? Da können wir auch nicht weiter. Haben wir da vielleicht hier oben was übersehen? Also wir haben auf jeden Fall mit Gorboba gesprochen. Oder vielleicht, dass wir von oben da reinkommen oder so ein Quatsch. Nee. Mit Sicherheit nicht. Es muss doch irgendwas mit diesem dummen Schalter da zu tun haben. Die Skelette halten die so lange, bis sie getötet werden, oder wie? Soll mich nicht stören. Tja. Was könnte hier zu tun sein? Also ich bin der Meinung, das ist so ein Raum, wo... War da was? Nee. Das war, glaube ich, nur so ein Spinnewip. Ich bin der Meinung, das ist so ein Raum, wo Stacheln aus dem Boden kommen könnten. Ganz theoretisch jetzt mal von der Optik. Aber der tut doch nichts hier. So totaler Bullshit, dass das Ding hier aufgeht. Tja. Ich bin überfragt. Hat sich hier vielleicht jetzt irgendwas getan? Nee. Na gut. Ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt mal wieder in diesem Raum. Wie letzte Folge schon. Tja, und morgen werden wir uns mal was Schlaues einfallen lassen, wie wir hier weiterkommen. Wie gesagt, aktuell, ich sehe jetzt gerade keine Lösung. Wir werden schon was finden. Von daher, wir sehen uns morgen, Leute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.